Ja, Versuch. Peter Handke hat eine Reihe von Versuche, sogenannte Versuche geschrieben. Und diese Serie der Versuche über die Müdigkeit, über den stillen Ort und so weiter, die schließt er ab mit den Pilznarren, Versuch über den Pilznarren. Und das ist nun eine Erzählung. Er erzählt über einen Jugendfreund, mit dem er zusammen, der Erzähler, gemeinsam aufgewachsen ist. Und dort haben die beiden, der Freund und er, schon Pilze gesammelt, an der Pilzsammelstation abgegeben und sich da ein bisschen Geld verdient. Und bei dem Freund entwickelt sich daraus eine richtige Leidenschaft. Der Pilz, das Pilzesammeln erschließt dem Freund die Welt, die Natur, auch sich selbst. Und das geht alles noch eine Weile gut. Und bis aus dieser Leidenschaft dann eine Sucht wird, wie er das nennt. Inzwischen ist er Jurist, er ist Anwalt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. So kann man das hier erschließen. Und jetzt geht über die Sucht nach Pilzen. Er geht immer in die Natur und sucht und sucht. Und da geht die Familie zu Bruch. Er wird geradezu asozial. Er geht in die Wälder und geht eigentlich verloren. Und dann kommt der märchenhafte Schluss. Der Freund, dessen Verlorenheit hier geschildert wird, kehrt zurück. Und die Sache hat gewissermaßen ein Happy End. Er kommt wieder unter die Menschen. Das ist die Geschichte. Wenn Handke über Pilze schreibt, schreibt er natürlich nicht im Wesentlichen eine Geschichte, sondern es ist ja immer auch ein Versuch, ein Bewusstsein zu finden. Nicht, er sagt, der Pilz ist da, dann bin ich auch da. Ich finde den Pilz jetzt, dann bin ich auch jetzt da. Ja, ich bin da. Es ist dieses Hegelsche Bewusstsein, nicht das Da und das Jetzt, das hier ins Spiel kommt. Und er findet sich ein neues Bewusstsein über die Pilze und natürlich immer auch eine neue Sprache oder versucht, eine neue Sprache zu finden, die diesem Wesen des Pilzhaften, die da und dort aufschießen und man weiß nicht wo, die durch Wurzelgeflechte genährt werden, entspricht. Hat er diese Sprache gefunden, Hildegard? Sprache findet er, ja, aber ich habe es etwas anders gelesen. Also für mich war es weniger so eine zielgerichtete Erzählung zum Beispiel, jetzt wie Rüdiger gesagt hat, mehr eine Erkundung seiner selbst mit vielen, vielen Fragen. Also da schießen Fragezeichen wie Pilze aus fast jeder Seite, auch das ganze Buch verpilzt. Es gibt kaum eine Seite, wo nicht zwei, drei Pilze vorkommen. Und dieses Indirekte, dass also ein Ich spricht und ein anderer, eben auch ein alter Ego, ganz sicher. Rüdigers Zusammenfassung hat schon ein paar Elemente gezeigt, dass dieser andere mit Handke viel am Hut hat. Dieses Indirekte fand ich zum Teil kurzweilig zu lesen, zum Teil dann mit der Zeit etwas bemühend. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er rüberspringt und sagt, ja, es geht eigentlich um ihn, aber es bleibt bei dieser indirekten Rede. Gut, über den Umweg, das kennen einmal, wir von Kampke. Er hat dieses Buch ja schon einmal geschrieben, 1999, Lucy und geht in den Wald mit den Dings da. Das ist dieselbe Geschichte, dann dort ganz autobiografisch von ihm aus geschildert, als Vater einer Tochter, der sich in den Pilzen verliert. Er kommt jetzt auf dieses Thema zurück und er umspielt es aber in einer viel größeren Freiheit als damals, eben auch mit diesem Spiel, mit dem Alter Ego. Er nennt es ja Versuch. Du sagst, es ist eine Erzählung. Er hat ja mehrere dieser Versuche, die du auch aufgezählt hast, über die Jukebox, über den stillen Ort und jetzt über Pilze. Versuch heißt bei Peter Handke Essay, geschult an Montaigne. Es ist eigentlich ein Essay und kein... Er nennt es halt Versuch, weil er Fremdwörter vermeidet. Er nennt ja Mountainbiker auch Bergradfahrer. Er ist ja da sehr stur. Ich habe den Autor Peter Handke nach mein Jahr in der Niemandsbucht verlassen und habe beschlossen, dass das kein Autor ist, den ich gerne lese. Und weil ich ein erwachsener Mensch bin, darf ich sowas entscheiden. Ich weiß, dass du dich jetzt wieder ärgerst, ist mir aber egal. Der Peter Handke hat etwas, was ich nicht vertrage, etwas, was ich aufgeplustert nenne. Schwülstig. Er macht mich nervös. Ich will mal eins sagen, was mich nervös macht. Zum Beispiel, ich suche in Büchern Geschichten von Begegnungen Menschen. Hier begegnet einer einem Steinpilz und sein ganzes Leben gerät aus den Fugen. Ist nicht unbedingt mein Thema. Was ich aber wieder gut finde, ist, dass in allem diesem
Pilzschwulst, er sich nicht in Naturheiligkeit verliert, sondern bei diesem Wald, man hört Fernstraßen, es donnern Mountainbiker, eben Bergradfahrer durch. Das heißt, es ist nicht die Landschaft der Romantik, es ist schon eine heutige Landschaft. Er ist schon ein heutiger Autor. Warum kommt er mir dann aber so verschwiemelt mit diesem Ton des 19. Jahrhunderts daher? Ich lese das einfach nicht gerne. Ich will den Handke gar nicht ankratzen. Er ist euer Heiligtum, er ist ein deutsches Heiligtum. Aber ich habe mich von ihm als Autor verabschiedet. Also ich finde, dieses Buch, es hat schon etwas von so einem Spätwerk, weil er jetzt mit viel Selbstironie auf seine eigene Verschwurbeltheit zurückguckt. Wunderbarerweise, ja, das stimmt. Dieser Pilznarr, ne? Warum ist der Pilznarr ein Pilznarr? Irgendwann mal fängt er an, die Pilze und die Natur, ja, gegen die Menschen zu lieben. Er liebt die Pilze gegen die Menschen. Und an einer Stelle sagt er auch immer versetzt natürlich über seinen Freund. Das ist aber auch natürlich eine Abrechnung mit seinem alter Ego. Das ist aber eine ganz schöne Konstruktion. Da sagt er mal, dieser Pilznarr, irgendwann mal steigert er sich in einen Hochmut hinein. Und von dieser hochmütigen Art, mit den Pilzen umzugehen, entwickelt er ein Imperativ, dass die Menschen eigentlich nichts taugen. Im Vergleich zu einem Pilz taugt ein Mensch wenig. Früher waren es immer Hunde, die man mehr liebt, jetzt sind es Pilze. Das ist eine ironische Abrechnung, die der Peter Handke vornimmt, gegen sein eigenes teilweise verkapptes Priestertum, das er ja auch gehabt hat. Ja? Und das finde ich eine souveräne, erfrischende Art, weil es nicht einfach nur eine Abrechnung ist, sondern die Bereitschaft, sich verzaubern zu lassen, eben auch von Natur. Und auch, was heißt hier Natur? Es geht ja darum, dass er sich so sehr in diese Pilzwelt hineinkniet, dass man als Leser, ich bin ja auch Pilzesammler, aber kenne längst nicht so viele. Und da merkt man, wenn man sich irgendwo richtig hinein vertieft, auf einmal entwickelt jeder Bereich einen unglaublichen Reichtum an Unterschiedenheiten. Ja? Da kann man sich darin richtig hineinlegen. Aber wie gesagt, er zieht hier eine Stopptafel. Das finde ich interessant. Das ist das Schöne eigentlich an diesem Versuch jetzt über den Pilznarren, dass er sich einerseits durchaus manchmal auch ein bisschen romantisch verliert in dieser Ekstase des Anblicks dieses Steinpilzes auf Augenhöhe. Nicht, aber dann diese Frau und Kind für einen Steinpilz. Also er verliert sich wirklich in diesen neuen Weiten, dieser neuen Wahrnehmung. Es sind ja keine Psilocybine, die er da isst, sondern einfach diese Pilze, die Drogen drin haben. Psilocybine heißt die nimmt er nicht. Genügt ein normaler Steinpilz, um in diese Ekstase zu kommen. Und dieses Erweiternde dieser Ekstase fällt er dann eben plötzlich zusammen in eine Panik, in eine Raumangst, in eine Zeitschwitzkastenpanik hinein. Plötzlich wird die Weite der Ekstase zum Fluch. Die Suche nach Pilzen zur Sucht. Und wir haben jetzt schon auch über diesen Stil immer wieder gesprochen. Wir sind da offenbar verschiedener Ansicht. Und am besten hören wir einfach einmal in dieses Buch hinein, in eine Stelle, die mir jetzt als jemand, der noch nie Pilze gesucht hat, etwas dadaistisch klang, dort, wo viele Pilze über mich hineinregnen, aber die ganz typisch ist, weil es sowohl eine Botschaft drin hat, wie eben diese Feier der Natur und des Augenblicks. Hans-Peter Müller-Drossart liest uns eine Stelle vor. Es hat überhaupt den letzten Notaten nach den Anschein, als habe das Pilzbuch meines Freundes darauf hinauslaufen sollen, die Pilzsucher nicht nur als Modell für eine neue mögliche Gesellschaft zusammenzusehen, sondern sie darüber hinaus jeden, paradox oder nicht, einzeln als die letzten Abenteurer der Menschheit, wenn nicht gar die letzten Menschen, auszumalen. Der einzelne Pilzsucher als Abenteurer zugleich ein letzter wie erster Mensch. Die Pilze als das letzte Abenteuer? Für den Pilznarren sonnenklar, denn er gebrauchte das Wort in der Nachfolge der Last Frontier, der letzten Grenze hin zur Wildnis, der Grenze, hinter der zumindest noch ein Zipfel Wildnis zu entdecken war. Diese Grenze gab es längst nicht mehr, weder in Alaska noch sonst wo, schon gar nicht im Himalaya. Das letzte Abenteuer hingegen gab es noch, wer weiß, wie lange noch, auch wenn man von ihm nur den Zipfel eines Zipfels zu fassen bekam.
Die Pilze als Last Wilderness, die letzte Wildnis, nach meinem Pilznarren wieder sonnenklar, indem sie nämlich die inzwischen einzigen Gewächse auf Erden waren, welche sich nicht und nicht züchten, nicht und nicht zivilisieren, geschweige denn domestizieren ließen, welche einzig wild wuchsen, unbeeinflussbar von gleich welchem menschlichen Eingriff. Die Champignons, die Austernpilze, die Stockschwämmchen, all die japanischen Takis und so fort, die konnten doch gezüchtet und gepflanzt werden. Sogar die Trüffel nehmen auch auf Umwegen durch Pflanzen bestimmter Bäume. Keine Pilze das? Sonnenklar zum Dritten. Das Züchten können war nicht das Abenteuer, das er meinte. Einzig die Wildwüchslinge galten, die gezüchteten Wiesenchampignons, Austernpilze, Stockschwämmchen, Samtfußrüblinge, chinesischen Morschen, Hallimasch waren ein Trompe-l'œil. Geklont und wurden gehandelt unter falschem Namen, nicht bloß grundanders in Farben und Gerüchen, sondern im Gegensatz zu ihren Namensleihgebern von Alpha bis Omega wesenlos, null und nichtig, sowohl in der Hand als auch dann im Mund. Und außerdem, das Hauptvolk der Pilze, nicht bloß die Hongos, auch die anderen köstlichen Täublinge, die Schirmpilze, die Nelkenschwindlinge, alias Senderuelas, alias Bergnymphen, die Setas de los Caballeros, die Kaiserlinge, die Morchen, die Ritterlinge des heiligen Georg, die Setas de San Juan, die Mönchsköpfe, die Herbste der Totentrompeten, die Judas der Wolkenohren, die graublättrigen Schwefelköpfe, die Habichtspilze, die Krausenglucken, die Eichhasen, sie alle blieben unzüchtbar. Und solange diese letzten der Weltgewächse der Zucht widerstünden, solange wird mein und unser in die Pilze gehen, Teil dieses Widerstands und Abenteuer des Widerstands bleiben. Hankes Widerstände sind so komisch. Er geht in die Pilze als Teil des Widerstands. Ich erinnere mich, mein Jahr in der Niemandsbucht, da hatte er nebenan einen unerträglichen Lärm. Irgendjemand mähte den Rasen oder so. Und da dachte er, jetzt mache ich auch Lärm und ging raus und spitzte einen Bleistift. Also seine Art Widerstand ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. In seinem Versuch über den stillen Ort macht er ja genau das auch. Also dass er sagt, es sind einfach so Momente, wo dieses Geschwätz und dieses Giftgeschwätz überall in der Welt, wo mich das so bedroht, dass ich mich abwenden muss. Und dann geht er zum Beispiel an den stillen Ort. Oder er nimmt ein Buch und liest etwas. Ja. Oder er spitzt einen Bleistift, nicht? Und er schafft sich da einen Raum der Leere, einen Raum der Stille, wo er zu sich kommt und die Sprache neu erfindet. Er schreibt in dem anderen Versuch, er kommt dann mit Feuerzungen aus der Toilette heraus und stürzt dann so mit dem Flammenschwert der Wörter wieder über die Gemeinschaft her. Man hat doch da auch hier das gespürt, das ist ja auch wirklich mit viel Selbsthumor geschrieben, wie er da diese verschiedenen Pilze und Hallimarscher und Totentrompeten uns in die Ohren bläst. Einmal zum Beispiel, der Pilznarr ist ja Richter, ist Advokat. Und dann muss er sich seine Mütze aufsetzen, ja, bei der Urteilsverkündung, feierlicher Moment. Und was macht er aus Versehen? Setzt er sich einen Schirmpilz auf, ja. So, das ist natürlich, das ist handgescher Humor. Ja? Der trifft das mich nicht, Rüdiger. Handgescher Humor. Ich erkenne ihn nicht. Und es ist, aber ich will noch eine Sache sagen. Ich habe es auch als sprachliches Kunstwerk genossen, weil ich, also er bringt, für mich jedenfalls, bringt er es fertig, die Dinge so plastisch vors innere Auge zu stellen. Wenn er beschreibt, wie dieser Pilznarr in der Waldlichtung sitzt und die Leute in Entfernung vorbeikommen, ja, wie er sie beobachtet, wie er die Pilze, die Freude, wenn er einen Pilz im Gras entdeckt, das sieht man. Und wenn die Bäume über ihm rauschen und er auf einmal so den Mittelpunkt in sich selber glaubt, gefunden zu haben, das ist alles so dicht und so konkret für mich nachvollziehbar, da denke ich, das ist ja, wenn Literatur das schafft, solche Bilder unvergessbar im Kopf. Es gibt Szenen hier in diesem Text, die werde ich nicht vergessen. Die sind so deutlich. Nie, und das ist wunderbar. Nie habe ich deutlicher als jetzt gespürt, dass du wirklich ein Mann des 19. Jahrhunderts bist. Ja, mit deinem Goethe und mit all deinen Büchern. Ja, das passt das zu dir. Das war auch besser als das 20. Deswegen ja, bin ich gönne dir das auch. Aber ja, verzeih mir, wenn ich diesen Weg nicht so begeistert mitgehen kann. Ja.